Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Windwalker. Okay, dann gehen wir mal direkt weiter. Wir haben jetzt die Schweine gegeben. Hier sind ja auch eigentlich keine mehr rumgelaufen. Oh, da war ein kleiner Chaka. Der Chaka ist auch da. Okay, vielleicht haben wir hier noch irgendwas drin vergessen. Ne, sieht aber nicht so aus. Hm. Das ist jetzt echt mies. Boah, wo geht's lang? Das finde ich ja super an, die Folge. Ich bin schon wieder direkt am Verzweifeln. Ich mache schon einen Abgang. Hm, vielleicht sollte ich ja mal nach Hause gehen. Aber ich glaube, da ist auch nichts. So, Steinchen werfen. Oder hab ich... Hier habe ich noch gar nicht geguckt. Hier sind ja nur Vasen. Na, da sind auch zwei... Dings, wie heißt es? Zwei Diamanten. Okay, da können wir auf keinen Fall mehr lang. Da können wir auch auf keinen Fall mehr lang. Wir haben fast mit jeder Person hier drin gesprochen. Ich sollte mal einfach mal den blauen Pfeil nutzen. Gehen wir mal zum blauen. Naja, jetzt komme ich nicht auf die Map. So. Nehmen wir mal die kleine Map. Hier hoch. Und dann angeblich da rein. Da bin ich doch gerade rausgegangen, also da gibt's doch irgendwas. Aber was? Das ist die Frage. Kann ich denn vielleicht? Nee. Also ich fühle mich ein wenig verarscht. Ach, da oben. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, da oben ist auf jeden Fall was, aber ohne Flachs, wie soll ich da hoch? Da kann ja kein Doppelsprung. Ah, okay. Hä, wie habe ich das denn gerade gemacht in der komischen Sicht? Oh Mann. Ach scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Habe ich hier mein Futter umsonst hingeschmissen. Aber, okay. Wie mache ich das dann dauernd? Okay, aber, nee, auch nicht. Boah, wie komme ich denn jetzt bitte schön da hoch? Da muss es ja... Ach, ich habe, glaube ich, die... Aua. Die Idee. Ich bin mir aber auch nicht gerade so... Nochmal gegen das Bett springen. Aua. Das ist das Beste, was man machen kann. Auf, anpressen. Was anpressen? Anpressen. Du sollst da hoch. Du sollst da hoch. Aber der will da nicht hoch. Das ist echt mies. Das muss doch hier irgendwo sein. Aber kann ich vielleicht da drunter... Jetzt kriege ich da jetzt... Jetzt kriege ich da runter, jetzt reicht's mir. Es geht auch nicht. Boah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Da müsste es ja doch hier irgendwo gehen. Anpressen? Warum an... Wo anpressen? Anpressen. Ja, und jetzt? Ist da oben was? Ne, da oben ist ja auch nichts. Das ist für mich echt, das ist... Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja, es ist und bleibt wirklich ein Rätsel. Gehe ich nochmal einmal nach draußen gucken. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Hintereingang oder übers Dach... Übers Dach?
Das ist, glaube ich, der Plan. Aber erstmal aufs Dach kommen. Das müsste ja eigentlich kein Problem sein. Das sieht mir hier sehr nach... Ich komme aufs... Nein, ich will doch nicht mit dir reden. Mit ich komme aufs Dach drauf. Ja. Okay, da geht er schon mal hoch. Okay, also mein Plan funktioniert. Mein Plan geht auf. Super. Und dann können wir in das Dachfenster hinein. Was uns hier erwartet, mehrere Kisten und, boah, aber verdammt viele Kisten und Krüge. Ja, machen wir ein bisschen Scherben. Ein bisschen Pech. Oh, das gibt bestimmt, wenn ich hier fertig bin, 100 Jahre Pech und alles. Kann doch nicht sein, hier muss doch irgendwo was sein. Oh Mann, außer Münzen? Okay, es ist nicht wenig, aber... Ups. Aua. Oh, meine Lieblingsbeschäftigung, gegen die Wand springen. Kennt man ja schon von mir. Oh, verdammt. Wie kriege ich denn jetzt die Sachen da oben runter? Boah, hier muss ich ja irgendwie zielen. Aua. Zielen. Aber wie? Eigentlich? Scheiße. Okay. Aber da müsste doch irgendwie... Geht das hier... Ne, es geht hier nicht hoch. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt bin ich hier drin und hier ist eigentlich gar nichts drin. Okay, kann man sich hier irgendwo... Ich muss doch irgendwie an die Sachen da oben dran kommen. Das war jetzt eigentlich ein Versehen, aber es hat funktioniert. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Und schon wieder gegen die Tür geknallt. Ich bin echt der... Weiß ich nicht. Ich lern's auch nicht. Ich muss immer weiter gegen die Türen rennen. Und dann geht das auch. Okay, jetzt wissen wir den Weg hier. Also ist das ja gar nicht so schwer jetzt. Dass man auch mal drauf kommt, dass man einfach gegen die Wand rennen muss. Da ist es einmal richtig, was ich gemacht habe. Na, der Link, der muss ja schon so verblödet sein, so oft, wie ich den gegen die Wand gehauen habe. Aua. Wenn man vom Teufel spricht. Okay, dann haben wir jetzt noch die zwei Kisten. Alter Schwede, oder vielleicht auch alle Kisten. Und dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Boah, das gibt echt nice Geld, ey. So, dann... So, aua. Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So, jetzt rollen wir uns mal hier gegen ab. Ja, ist spezial, funktioniert immer. So, Kiste... Da war jetzt auch nicht so wirklich das Mega-Zeug drin. Aua. Bin jetzt kaputt gegangen. Nimm mit die schöne Kiste. Nichts am Start. Komisch, komisch. Jetzt haben wir nur die ganzen kleinen Bötte. Meine Güte, da machst du aber echt massig Kohle. So, die letzten zwei, okay. Aber das kannst du jetzt hier nicht gewesen sein. Okay, das ist Anpressen, da kommt man dann... Ah, an die eine Stelle da hinten. Aber das geht doch gar nicht, da muss ja irgendwo... Vielleicht muss man sich einfach noch irgendwo gegen... geht nicht. Geht auch nicht. Ja, oben hat es ja funktioniert mit den Abrollen. Dass da einfach alles... Verdammt.
Okay, dann gehen wir mal wieder nach draußen. An die frische Luft. Wir müssen immer noch hier hin, das ist doch... Das geht gar nicht. Mal vielleicht hier drunter? Oh, der Link, der bewegt sich so komisch. Nee. Das geht auf jeden Fall nicht. Oh, spring doch nicht da hinten hin. Müssen wir nochmal einmal aufs Dach drauf. Aufs Dächlein. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Ich gucke schon wieder viel zu viel rum. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ja, okay, ich komme da hoch, aber... Boah, aber wo geht's weiter? Hier ist definitiv kein Weg. Okay, aber mit dem Andrücken an die Wand komme ich da hinten entlang. Das hat sich gereimt. Oh mein Gott. Alter, warum spawnen denn die ganze Zeit die Dings? Da kriegst du ja unendlich Geld. Aber da oben bin ich immer noch nicht hingekommen. Oh, jetzt geht er hoch. Nimm die Beine in die Hand, Link. Okay, anpressen. Und dann müsste man jetzt... Ja, und jetzt kommen wir an den Hang vorbei. Super. Da ist wahrscheinlich auch wieder nichts drin. Ui. Ja, super. Da die Hälfte fliegt daneben. Nein! Nein, nein, nein. Mein... Nee. Ja. Ich verstehe es nicht. Wo müssen wir zum Teufel hin? Ich gehe jetzt nochmal zu der kleinen Schwester nach oben. Oder... Es sind ja keine Schweine mehr da. Vielleicht hat er jetzt was anderes zu sagen. Du darfst wieder wildlebende Tiere nicht erschrecken, wenn du sie siehst. Öffne dein Herz, sonst werden sie sich kein Vertrauen wieder fassen. Du kannst ihnen zum Beispiel Futter geben oder dich durch Drücken von R ducken und dich mit... Ja, das kennen wir doch schon alles. Kann man das denn auch bei... Was auch immer das ist, bei Krabben machen? Wenn die sich nicht eingraben würden. Naja, egal. Dann gehen wir mal zu der... Schwester von Link und gucken mal, ob die was zu sagen hat. Ich bezweifle es. Oh Mann, wo ist denn der Weg? Ach da, oh Mann, da kommt der wieder angerannt. Lass mich in Ruhe. Oh. Ein Diamond. Überall Piratenschiffe. Ich komme einfach nicht auf die Lösung. Muss ich mich wohl nach der Folge nochmal ein bisschen dran setzen. Okay, die Leiter hoch. Meine Güte, die Möwen. Die fliegen hier so schön gemütlich rum. Stell dir nur vor, du gehst in den Wald und plötzlich kommt dieser große Riesenvogel und greift dich an. Du brauchst etwas, um ihn zu vertreiben. Ja. Aber was wir da brauchen, das finden wir erst in der nächsten Folge raus. Ciao, ciao!